Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und Asmuth. Das ist die Sendung auf TV Berlin, wo die beiden Moderatoren sich selten einer Meinung sind. Mal sehen, ob es heute auch gelingt. Und das sind Gerry und Asmuth von der Taz. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Und eingeladen haben wir uns heute einen von dreien, die miteinander ringen, nämlich Nachfolger des regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit in Berlin zu werden. Der hat aufgegeben, der will nicht mehr. Und ab Dezember sollen wir dann spätestens einen neuen Regierenden haben. Michael Müller, Jan Stöß und der Fraktionschef der SPD, Rachid Saleh, ist im Rennen. Und wir haben eingeladen heute den Fraktionschef. Herzlich willkommen. Hallo. Warum wollen Sie denn unbedingt Regierender Bürgermeister werden? Fraktionschef ist auch ein schöner Job. Ich liebe meine Stadt Berlin. Ich liebe meine Heimatstadt und ich möchte hart arbeiten, dass in Berlin es noch besser läuft. An vielen Stellen haben wir eine gute Entwicklung in Berlin, aber an vielen Stellen ist es keine gerechte Entwicklung. Wir erleben immer mehr, dass Wachstum ein Prozess ist, wo viele Menschen davon profitieren, es aber sehr, sehr viele gibt, die nichts von diesem Wachstumsprozess haben. Und ich möchte hart arbeiten, dass Berlin gerechter wird, dass Berlin echte Aufstiegsperspektiven kriegt, und zwar für jeden. Und ich möchte ein neues Miteinander in Berlin haben, ein Miteinander, wo wir sagen, Berlin ist bunt, Berlin ist vielfältig, Berlin ist heterogen, eine wunderbare Stadt. Aber wir brauchen, um all das auch dauerhaft zu garantieren, klare Regeln. Und ich möchte ein Berlin haben, wo die Wirtschaft sagt, wir kommen gerne nach Berlin. Wo sie wissen, es gibt einen regierenden Bürgermeister, das hört sich jetzt so nach einer klassischen SPD-Wahlkampfrede an. Oh. Und die fände ich auch sehr angebracht, wenn Sie seit, sagen wir mal, 25 Jahren in der Opposition wären. Sind Sie aber nicht. Ihre Partei reagiert seit Menschengedenken in Berlin mit. Und dann ist das, wenn sich das so anhört, eine herbe Kritik an der bisherigen Politik von Klaus Wowereit, die von dem SPD-Fraktionschef Rachid Saleh in den letzten zwei Jahren mitgetragen wurde. Also wo ist da jetzt das Neue, wenn Sie regierender Bürgermeister würden? Als ich Fraktionschef wurde, hat sich doch in Berlin sehr viel geändert. Ja, die CDU ist mit ins Boot gekommen und hat eine andere konkrete Politik. Damals habe ich gesagt, wo ich einfacher Abgeordneter war, Mitglied meiner Fraktion, ich möchte, dass wir die Wasserwerke zurückkaufen. Jetzt, innerhalb der letzten drei Jahre, haben wir die Wasserwerke zurückgekauft. Mhm. Wir haben die Liegenschaftspolitik komplett geändert. Früher war ich in einer Fraktion, wo noch viele Grundstücksgeschäfte verkauft worden sind. Erinnern wir uns damals. Golfclub Wannsee. Genau, da waren Sie mit der Linkspartei koaliert. Die GSG, Immobilien in Berlin, wurden verkauft. Das war ein Undenk. Ich ging ins Parlament und habe gesagt, nee, das muss man ändern. Und als Fraktionschef ist mein Motto immer, hart arbeiten, hartnäckig sein und die Ziele erreichen. Wasserrückkauf, Landesmindestlohngesetz, Vergabegesetz, gleicher Lohn, Ost, West, Mann, Frau. Wir haben eine neue Liegenschaftspolitik. Ich gebe zu, die Liegenschaftspolitik, da hakt es ein bisschen im Senat. Und als regierender Bürgermeister von Berlin löse ich diese Blockade auf. Das heißt, weil Sie so einen guten Kontakt zu Finanzsenator Herrn Nussbaum haben? Ich würde sagen, weil mir wichtig ist, dass am Ende unterm Strich die Interessen der Berlinerinnen und Berliner zur Geltung kommen. Es kann nicht passieren, dass man Lobbyinteressen vor Interessen der Stadt stellt. Ist das so bei der derzeitigen Regierung in Berlin? In den letzten Jahren wurden viele Entscheidungen gefällt, wo ich das Gefühl hatte, man hätte die Entscheidung anders fällen müssen. Deswegen war mir wichtig, dass wir auch Fehler der Vergangenheit korrigieren. Deswegen habe ich gesagt, die Wasserwerke gehören allen Berlinerinnen und Berlinern. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen eine neue Liegenschaftspolitik. Wir müssen die Immobilien und die Grundstücke halten für die Berlinerinnen und Berliner. Ein Beispiel will ich Ihnen geben, auch nochmal für meine neue Politik für Berlin. Wenn wir wissen, es gibt in Berlin 219 Schulen, der 800 Schulen, und die werden eingestuft als sogenannte Brennpunktschulen. Lehrerinnen und Lehrer sind alleine. Die Erzieherinnen und Erzieher haben das Gefühl, sie werden von der Politik im Stich gelassen. Wenn wir das wissen, können wir einfach wegschauen oder müssen wir sagen, wir ändern es? Wir haben es geändert. Wir haben gesagt, nicht mehr nach Gießkanne gehen, so tun, als ob alle Schulen gleich wären. Sondern konzentriert zu gucken, wo die größten Probleme sind. Wir haben eine Botschaft gesendet. Wir haben gesagt, wir lassen die Schulen nicht mehr alleine. Wir haben den Schulen bis zu 100.000 Euro zusätzlich gegeben für Pädagogen, für Erzieher und Erzieher. Ich sage eins, Berlin ist so eine wunderbare Stadt. Wir dürfen Berlin nicht in zwei Teile teilen. Wir brauchen alle. Wir müssen alle mitnehmen. Wir dürfen kein einziges Kind zurücklassen. Und das sind doch alles neue Akzente in der Politik, oder? Das ist super. Das sind alles tolle Wahlkampfreden, die man jetzt genau auch von Ihnen
hören will und so weiter. Die entscheidende Frage ist ja, es geht ja jetzt gar nicht darum, dass die SPD eine Wahl gewinnt, sondern dass Sie innerhalb der SPD eine Wahl gewinnen. Um beides geht. Sie täuschen sich. Es geht um beides. Erstmal machen wir den ersten Schritt. Genau. Regierender Bürgermeister als Nachfolger von Herrn Wovereit werden soll. Genau. Also Sie oder Herr Müller oder Herr Stöß, der Landesvorsitzende. Und ich tue mich echt schwer, da jetzt so richtig gut die Nuancen rauszufinden. Also was unterscheidet Sie, ich habe mir mal so einen schönen Satz aufgeschrieben, Berlin, eine Weltmetropole, die zugleich Heimat ist. Stimmen Sie zu? Ja, klar. Gute Arbeit, bezahlbares Wohnen, Investitionen in Kitas, Schulen und Hochschulen. Richtig, ne? So. Solide Finanzen, nachhaltig investieren, aber keine Politik auf Pump. Ja, die Frage ist doch, alles, die Frage das sind ist, die, eine Partei. Das sind die Punkte von Herrn Müller. Na klar. So. Na klar. Und Sie haben auch schon gesagt, ja, wir haben gute Arbeit gemacht, aber wir müssen noch besser werden. Ein bloßes Weiter-so reicht nicht. Originalzitat von Jan Stöß. Also wo ist der Unterschied? Ich erkläre es Ihnen. Wir sind eine Partei. Wir haben einen Grund, gemeinsam in der SPD zu sein. Trotzdem werbe ich doch für meine Person mit meinen Schwerpunkten. Und meine Schwerpunkte sind, was ich verspreche, das halte ich auch ein. Ich habe damals gesagt, die Wasserwerke gehören wieder den Berlinerinnen und Berlinern. Wir haben es umgesetzt. Wir haben eine neue Linkschaftspolitik in der Fraktion. Wir haben tatsächlich eine soziale, gerechtere Bildungspolitik in Gang gesetzt. Mhm. Wir haben Kita-Plätze geschaffen. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Geld für die Schulsanierungen. Das heißt, ich sage wirklich nicht vielen Versprechen, oder ich mache nicht vielen Versprechen. Aber wenn ich was zusage, dass wir es abarbeiten, dann muss man hartnäckig sein. Und ich glaube, dass meine Stärke darin besteht, dass ich, wenn ich weiß, dass wir eine Entwicklung brauchen, die wichtig ist, hart dafür arbeiten, es zu erreichen. Und ich sage eins, Berlin ist mittlerweile an vielen Stellen eine gespaltene Stadt. Viele Menschen haben keinen Anteil mehr an dem, was wir als Wachstum nennen. Viele Menschen kommen zu mir, junge Leute, und sagen, Reit, ich glaube nicht an meinen sozialen Aufstieg. 80%, nicht 8%, nicht 18, 80% der jungen Leute in sogenannten Brennpunktgebieten, das heißt in Nordneukölln, in Kreuzberg, in Spandau, Reinickendorf, glauben nicht mehr an ihren sozialen Aufstieg. Gibt es also Ihrer Meinung nach eine Diskrepanz zwischen dem boomenden Berlin-Mitte, Regierungsviertel und alles, was wir hier so schön sehen, definitiv, und den Randbezirk? Definitiv, schauen Sie doch mal. Viele Menschen aus der Mitte, wenn ich da mal reingehen darf. Umfassen Sie diese Kritik und diesen Anspruch und diese Zukunftsvision unter dem Begriff mehr Gerechtigkeit? Es muss mehr gerechter zugehen in der Stadt. Und was heißt das? Es muss gerechter zugehen. Was meinen Sie damit? Gerechter heißt, ich gebe ein Beispiel. Wir haben eine Mittelschicht. Das sind Menschen, die hart arbeiten, wirklich ihrer Arbeit nachgehen, um ihre Familie und sich selbst über die Runden zu bringen. Wissen Sie, was zurzeit passiert? Viele haben das Gefühl zurzeit, nicht mehr richtig zur Mittelschicht zu gehören. Die Mieten werden teurer. Viele aus der Mittelschicht werden aus der Innenstadt verdrängt. Sie können sich einfach die Mieten nicht mehr leisten. Zu einer echten Chancengleichheit gehört, dass die Menschen, die in ihren Quartieren leben, seit Jahrzehnten auch in ihren Quartieren bleiben müssen. Dazu was, muss heißt, man, was heißt das denn jetzt das heißt konkret? Also ich konkret, zum Beispiel wohne konkret, in meiner schönen Altbauwohnung in der Innenstadt und die ist noch nicht saniert. Miete und das ist ungerecht. Das heißt konkret, dass man Wohnungen bauen muss, dass man auch in der Innenstadt neuen Wohnraum schaffen muss, damit sich der Wohnungsmarkt entlastet. Das heißt konkret, dass das Land Berlin das finanzieren soll das haben und wir da gemacht. Geld reinpumpen? Das habe ich ja gemacht. Im letzten Haushalt hat die SPD-Fraktion 775 Millionen Euro bereitgestellt für bezahlbaren Wohnraum. Heißt das bezahlbare Wohnungen neu bauen? Definitiv. Oder heißt das einfach nur Wohnungen neu bauen? Nee, bezahlbaren. Ich sage es mal so, wenn wir es nicht hinbekommen, dass Berlin am Ende eine Stadt für alle ist, sondern dass es Gebiete gibt, die nur noch ein Raum sind für wenige, die sich den Raum leisten können, dann haben wir perspektivisch gemeinsam ein Problem. Deswegen haben wir in der letzten Legislatur, deswegen habe ich ja nicht nur angekündigt, sondern umgesetzt, 775 Millionen Euro von den Wohnungsbaugesellschaften bereitgestellt für Wohnungsneubau, für bezahlbaren Wohnungsneubau. Wir haben einen Fonds eingerichtet, einen Wohnungsbaufonds, 320 Millionen Euro. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch bei der Wertabschöpfung, erkläre ich gleich kurz, was das ist, härter auch vorgehen müssen. Wir haben ein Grundstück. Es ist nicht viel wert, weil es hat kein Bauland. Später sagt man, man will da Wohnungen bauen. Ich habe jetzt in der Fraktion durchsetzen können,
dass davon 70% von dieser Abschöpfung, das heißt, wenn man aus einem normalen Grundstück Bauland macht, erhöht sich doch der Preis. Also wenn der Staat genau, das Land genau, als Bauland definiert. Genau, deswegen möchte ich, dass die Summe zu 70% mietpreisdämpfend eingesetzt werden muss von den Investoren. Das ist sozialdemokratische Politik. Okay. Wir kriegen nur ein Berlin hin, ein gemeinsames Berlin, wenn es sozialer, wenn es gerechter wird. Okay, hört sich spannend an. Trotzdem nochmal die Frage. Mein Eindruck war in den letzten 2 Jahren genau dieser Punkt, der Wechsel in der Liegenschaftspolitik, das neue Anstoßen von sozialer Wohnungsbaupolitik verbinde ich vor allen Dingen mit einem Namen und das ist Michael Müller, Ihr Konkurrent, der Stadtentwicklungssenator, der da eine deutlich bessere Politik macht als seine Vorgängerin in der letzten Koalition. Was unterscheidet Sie in diesem Punkt von Herrn Müller? Nochmal, wir sind Mitglieder einer Partei, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, dass der Unterschied darin besteht, dass wir auch in den letzten 3 Jahren tatsächlich auch vieles von den SPD-Positionen der letzten Jahre etwas, sage ich mal, auch selbstbewusst korrigiert haben. Ich habe eine selbstbewusste, geschlossene Fraktion aufgestellt, die wieder sich mehr dem Kern, auch mehr dem Kern der sozialdemokratischen Stadtpolitik gewidmet hat. Und das ist uns gelungen. An vielen Stellen, allein schon, dass wir es hinbekommen haben, ein Landesmindestlohngesetz zu machen oder ein Vergabegesetz. Und das mit der CDU ist eine Sache, wo ich sage, da bin ich kompromisslos. Heißt das, das ist eine wichtige sozialdemokratische Politik. Herr Müller würde diese gute Politik nicht machen, wenn es nicht eine treibende SPD-Fraktion gäbe, die ihm gesagt hätte, ey Michael, jetzt mach mal hier. Michael Müller ist ein guter Senator und ich arbeite mit Michael Müller gut zusammen. Nochmal, wir haben eine Partei, wir sind quasi ein Kopf. Trotzdem gibt es aber diese drei Kandidaten. Aber ich werbe ja für meine Person. Ich sage, für was ich stehe. Ich stehe dafür, dass sozialdemokratische Positionen mit Nachdruck und durch harte Arbeit umgesetzt werden. Denn dafür ist mir die Stadt so wichtig. Einfach und das macht Herr Müller und Herr Stöß? Ich werde mich nicht zu Herrn Müller und Herrn Stöß äußern in der Sendung. Ich äußere mich gerade zu meiner Person und sage, wo ich hoffe, dass meine Stärken, meine Vorteile sind. Viele haben gefragt, Mensch Reit, wie gelingt es dir denn, so viele Positionen, die man eindeutig als sozialdemokratische Positionen umsetzen in der Großen Koalition? Ich habe neulich scherzhalber gesagt, das hat ein bisschen vielleicht mit meiner Erfahrung bei Burger King zu tun in der Nachtschicht. Während die anderen müde waren, war ich spät abends noch hellwach. Und deswegen konnten wir ganz viele Positionen durchsetzen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Kommen wir doch nochmal genau auf diesen Punkt mit den Wohnungen. Wertabschöpfung. Das heißt, 70%, das könnte man noch einfach durch Gesetz regeln. Man gibt kommunales Land an Bauträger und sagt, eure Miete darf die Größe X nicht überschreiten. Genau. Ja, ist das so gedacht? Wird es so kommen, so einfach? Es ist bereits in der Fraktion beschlossen und bereits auch mit dem Koalitionspartner abgestimmt. Und der macht und da es mit? Ist, er hat da bereits zugestimmt, es lief auch und durch. Und ob er da mitmacht oder nicht, darüber sprechen wir gleich. Es lief auch schon durchs Parlament. In unserer Sendung bringt man Asmut, denn wir sind ein Privatsender, jetzt müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Wertabschöpfung. Unser Gast heute ist, den wir eingeladen haben, Gerion Asmut von der Taz. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Rachid Saleh, Fraktionschef der SPD, der uns erzählt, wie er Berlin gerechter regieren wird und will, wenn er dann gewählt wird. Bleiben Sie dran, nach der Pause reden wir weiter.